Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute geht es weiter und zwar heute geht es um Teil 3. Heute geht es um diesen Anforderungskatalog endlich einmal. Und ich freue mich schon, wenn ich dieses Video hinter mir habe, weil dann geht es um mein Lieblingsthema, nämlich Installation. Allerdings ist dieser Anforderungskatalog essentiell wichtig. Genau wie das. Also für diejenigen, die erst in diesem Video einsteigen, es gibt eine Videoreihe dazu. In dem ersten Video habe ich, es geht um die Installation und Inbetriebnahme von Nextcloud als File-Sharing, privat oder im Unternehmen, wie es wollt. Ist egal, ist so aufgebaut, dass es euch in beiden Fällen nutzt, was ich euch zeige. Im ersten Video habe ich das vorgestellt, was das Nextcloud ist und bla bla bla. Im zweiten Video habe ich das hier aufgebaut. Ich habe VeryNice, das ist ein ISMS-Modellierungstool, also Informationssicherheitsmanagement-Modellierungstool. Ich bilde hier aber kein ISMS ab. Ich tue das Werkzeug zweckentfremden, um hier die passenden Bausteine und quasi ich baue, wenn ihr so wollt, baue ich mir eine Checkliste, ja, mit den Kern Informationssicherheit und IT-Sicherheit und Datenschutz hat in Verbindung mit Implementierung dieser Software. Das ist für mich jetzt hier einfach ein Projektierungswerkzeug, ein Hilfswerkzeug, wie ich das mache. So, einige Sachen habe ich hier schon erledigt, natürlich. Und vor allem Punkt hier Erstellung Anforderungskatalog für Software. Und ich habe da reingeschrieben, Anforderungskatalog erstellt, siehe Dokumente. Und wir gehen bei Dokumente, wenn ich das schon schreibe. Und da haben wir es schon. Und da haben wir Anforderungskatalog. Dann klicken wir hier einmal drauf und öffnen unseren Anforderungskatalog. Ich möchte einen kleinen Hinweis. So sehen normalerweise Dokumente nicht. Da fällt der Titel, da fällt ein Inhaltsverzeichnis, da fällt, wer es erstellt hat, in welche Version, zu welchem Datum und wann es validiert worden ist. Das mache ich jetzt nicht. Hier geht es einfach nur, um euch den Kern quasi zu zeigen. Es sind auch nicht alle Maßnahmen. Hier könnten nochmal 10 Maßnahmen dazu kommen. Die wichtigen im Kern sind allerdings dabei. Es geht einfach darum, euch das Prinzip vorzustellen, wie man sowas etwas baut und warum man so etwas baut. Auch diese Spalten hier, das ist keine Norm oder sowas. Das habe ich einfach frei aus meinem Bewusstsein heraus, aus meiner Erfahrung heraus gemacht. Und man könnte hier noch mehr Spalten einfügen, welche sage ich euch. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hier gibt es auch keine wirkliche Norm dazu. Würde ich auch nicht machen, weil das ist sehr individuell und betriebsspezifisch und fachbereichsspezifisch. So, um was geht es beim Anforderungskatalog? Wer braucht es? Wann macht man das? Für wen macht man das? Und welchen Nutzen hat das? So, für wen braucht man das? Das braucht man einfach, oder wann braucht man es? Wenn man zum Beispiel eine neue Software, Hardware oder Systeme im Betrieb installiert. Dann sollte man sich natürlich Gedanken machen und man sollte Anforderungen stellen aus den 3 Schutzsäulen der Informationssicherheit, also Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Dann gibt es Datenschutz und dann gibt es noch im Vertragswesen rechtliche Anforderungen und solche Geschichten. Und das sollte man schriftlich stellen. Für wen macht man das? Das macht man für sich selbst, aber auch im Bereich Auswahl von Softwareanbieter oder Auswahl von Software. Bei der Auswahl der Software ist es normalerweise so, dass man sich 2, 3 Anbieter aussucht. In dem Fall wollen wir hier ein File-Sharing implementieren. Also schaue ich auf dem Markt, was gibt es für Software dazu. Dann schaue ich mir 2, 3 Anbieter an und welche nehme ich? Na, der die schönste Oberfläche hat. Wenn man das so macht, ist es falsch und es führt unweigerlich dazu, dass oder irgendwann wird es passieren oder kann passieren, nicht wird. Ich habe keine Glaskugel. Es kann, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass hier Sicherheitsvorfälle oder Datenschutzvorfälle passiert, wenn man das so macht. Wenn man jetzt mit einem Anforderungskatalog arbeitet, dann kann man das die Gefahr minimieren. Man kann die Gefahr niemals zu 100% aus dem Weg gehen, die wird immer da sein, aber man kann sie definieren. Man darf nicht vergessen, vor der Computer sitzen Mensch und die sitzen meistens intern. Und
Da sehe ich höhere Gefahren teilweise als bei den externen Hackern. Gut, also dafür machen wir. Man schickt das hin und da sagt der Anbieter, ja, diese Funktion kann ich gewährleisten, kann ich, kann ich, kann ich. Nein, habe ich nicht. Ja, nein, ja, nein, ja. Und dann vergleicht man alle drei Anbieter, wenn diese Dokumente von Anbieter zurückkommen, ausgefüllt. Und dann sagt man, ja, der hier passt zu uns ganz gut und diese Software nehmen wir jetzt. Und das ist super. Man sollte auch, wenn man eine Cyberschutzversicherung hat, muss man einen Anforderungskatalog machen, führt er irgendwas ein, eine Software, passiert was mit dieser Software, zahlt die Versicherung nicht, weil die sagt einfach, ja, nach welchen Auswahlverfahren habt ihr die Software genommen? Welche Bausteine, welche Richtlinien habt ihr dazu? Was habt ihr dafür getan, damit diese Software sicher implementiert wird? Und dazu gehört eben der Anforderungskatalog. So, ich habe Anforderungen für was? Ne, gilt für Software oder interne Prozesse oder für beides? Hier muss man sich selbst betrachten. Viele schauen nur auf der Software-Ebene aus. Was kann die Software? Man muss auch die internen Prozesse hier darstellen. Das ist meine dringende Empfehlung, wenn ihr sowas macht, weil das ist ganz wichtig. Ich habe die Software und wie geht es intern weiter? Auch hier muss man die Anforderungen von vorne hinein festlegen. Die muss man so den Anbieter nicht schicken, weil das sind interne Informationen, das muss er nicht wissen, sondern nur, was für den Anbieter ist. Ich habe es jetzt mal allgemein gemacht, nur damit ihr ein Verständnis habt. Also man macht zwei Anforderungskataloge, einmal für externe, einmal für interne, wenn man die Software einführt. Okay? Ich habe es jetzt mal zusammengenommen, nur um euch einfach das Prinzip dazu zu zeigen. So, die Anforderung gilt für was? Zugriffskontrolle, Dateiverschlüsselung, ich muss es beschreiben. Ist es umsetzbar? Ja oder nein? Na, ich kann hier mehrere Spalten machen, wie in welchen Bereich fällt diese Maßnahme. Das ist hier zum Beispiel Zugriffskontrolle, ist definitiv Thema Vertraulichkeit. Na? Also kann ich hier Vertraulichkeit sagen, Vertraulichkeit, Integrität zum Beispiel und solche Geschichten. Na, und dann beschreibt man, um was es da geht. Hier habe ich zum Beispiel Dateiverschlüsselung. Hier erwarte ich Dateiverschlüsselung. Zum Beispiel möchte ich einmal auf Transportwege über Netzwerk und einmal sollten als auch in Ruhe, das heißt auf die Festplatte physikalisch auch nochmal verschlüsselt werden. Gibt es diese Funktion in dieser Software? Ja, okay. Na, interne Prozesse. Sicherheitsaktualisierungen. Ne? Hier muss ein etablierter Prozess für die regelmäßige Aktualisierung der Nextcloud-Plattform und alle Komponenten, die dazu implementiert sind. Patch-Management, ne? Ganz wichtige Sache. Kann ich das intern überhaupt umsetzen so? Ne? Das ist wichtig, weil ansonsten brauche ich mir diese Software nicht zu beschaffen, wenn ich das nicht mache. Weil dann wird die frisch installiert, dann hält sie einen Monat stand und danach kommt der erste Sicherheitspatches und schon, oh oh, steigt die Gefahr wieder an. Ne? Das ist wichtig. Dann haben wir Software, interne Prozesse und Rollendefinitionen. Ne? Einmal auf Software-Ebene von Anbietern möchte ich einfach wissen, ob die mir eine granulare Funktion geben, um hier Benutzergruppen, Benutzerrollen und zu unterteilen. Ne? Ich möchte nicht, dass der normale Anwender sich hier, weil hier gibt es sehr viele Plugins, Module, Kalender und sonst was, was man hier installieren könnte über die Web-Oberfläche. Ich möchte nicht, dass die Nutzer das selber machen, sondern das soll eine Rolle definiert werden, die das machen darf, ein Admin. Deswegen muss es dazu eine Rollendefinition einmal intern geben und einmal erwarte ich das von der Software, dass sie mir diese Funktion anbietet, um eben das hier zu etablieren. Gut, dann haben wir Audit- und Protokollierungsfunktion, auch ganz wichtige Geschichte. Na, auch hier im Bereich IT-Forensik, auch im Bereich mit, wenn man eine Versicherung hat, ist ganz wichtig, das zu machen, am besten an einem zentralen Protokollierungsserver. Na, und hier einmal soll mir die Software umfassende Audit- und Protokollierungsfunktionen anbieten. Und einmal muss ich einfach hier schauen, wie ich die organisatorisch verarbeite. Ich habe hier Anmeldeinformationen gelb und fett markiert. Warum? Weil hier muss das man mit DSB klären. Wer ist der DSB? Das ist der Datenschutzbeauftragte. Weil
das ist ein Punkt zum Beispiel, wo immer wieder Reibereien zwischen der Datenschutz- und IT-Sicherheit gibt, weil es gibt in der IT-Grundschutz zum Beispiel vom BSI sehr viele Maßnahmen, die einfach sagen, wie die Protokollierung stattzufinden hat und wie es erfasst werden muss. Und das muss einfach gemacht werden. Ich zeige euch mal was ganz Interessantes. Nehmen wir hier den Katalog, nehmen wir diesen Katalog, Bausteine, nehmen wir hier, das ist es nicht, Detection und Reaktion. Na, hier, das suche ich. Na, und hier Vorsorge für IT-Forensik. Und hier gibt es solche Maßnahmen, rechtliche, regulatorische und so weiter. Also da gibt es sehr viele Sachen, wie man mit der Protokollierung arbeiten kann. Also einmal habe ich das, die Anforderung, und dann kommt der der Datenschutzbeauftragte und sagt, ja, Moment mal, der Benutzername und Passwort besteht aus Vor- und Nachname, und das ist für mich ein Problem. Ja, und da muss man einfach hier klären. Deswegen muss in Klärung geben mit DSB. Immer, wenn ihr irgendwelche Anmeldeinformationen vom Benutzernamen, also alles, was in Bezug zu einer Person besteht, müsst ihr es mit dem DSB klären. Eine Software-Waff zum Beispiel muss ich klären. Backup und Disaster Recovery. Ich muss ein Backup machen. Schwachstellen-Scans und Penetrationstests. Ganz wichtig. Hier zu dem Punkt, kann ich das von Softwareanbieter erwarten? Ich kann es versuchen. Ich kann es aber nicht nachprüfen. Aber wodurch erkenne ich das? Durch diese CVS. Na, es gibt immer öffentliche Bekanntgebung von Schwachstellen. Und ich mache meistens so, dass wenn ich diese drei Anbieter überprüfe, schaue, welche der drei Anbieter, wie oft haben die Schwachstellen veröffentlicht bzw. Behebungen der Schwachstellen. Wenn ich sehe, dass hier ganz selten Schwachstellen gibt, dann bin ich mega glücklich, weil dann weiß ich, das Produkt ist zumindestens auch was andere überprüft haben, robust. Das heißt nicht, dass es keine Sicherheitslöcher hat. Es heißt nur, dass die Angriffsoberfläche minimiert ist. Wir wissen, pro 100 Zeilen Code durchschnittlich 5 bis 7 Schwachstellen. Und je größer die Software, umso mehr Schwachstellen irgendwo in Code. Das ist wichtig zu berücksichtigen, aber ich schaue mir an, wie oft jemanden hat. Ne? Wenn von diesen drei einer alle 2 Wochen hier mit Sicherheitspatches kommt, dann möchte ich das eher nicht auswählen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es bei mir im Betrieb dann einen Riesenaufwand verursacht. Denn es ist nämlich so, diese ganze IT-Security Evangelisten, das sind diese Bühnenredner und Wikipedia-Vorleser, das sind zwar Kollegen, aber das sind so die, naja, egal. Die stellen sich das anders vor, und es gibt welche, die sagen, ja, wer kein Patch-Management hat, macht, mit dem habe ich kein, für den habe ich kein Verständnis. Ja, Patch-Management ist wichtig, aber wie funktioniert denn das wirklich in der Realität, wenn eine Schwachstelle bekannt gegeben wird? Also das Unternehmen kommt wieder aus dem IT-Grundschutzmaßnahmen. Das Unternehmen muss erst einmal hier einmal das Testen, den Patch. Also das heißt nicht, hier kommt ein Patch und ich rolle es auf ganzen Betrieb aus und danach geht gar nichts mehr. Das kann passieren. Das passiert manchmal auch. Ich muss das erst einmal in eine Pilotumgebung, meistens wird so 1-2 Wochen getestet, um zu schauen, habe ich irgendwelche Funktionsbeeinträchtigungen, wenn ich dieses Patch einspiele. Wenn nicht, dann muss eine Wartungsankündigung gegeben werden. Und da werden irgendwelche andere Abteilungen schreiben, das geht nicht, weil wir da und da haben. Also muss man das wieder verschieben. Und bis das tatsächlich umgesetzt ist, kann das Monate dauern. Oder Wochen oder Monate dauern. Und das ist nun mal die Realität. Aber deswegen ist es wichtig, welchen Aufwand habe ich im Bereich Patch-Management damit. Na, es müssen interne Prozesse damit geben, zum Beispiel Schwachstellenmanagement. Na, das Penetrationstest und Schwachstellenscans mache ich intern hier mit. Dann haben wir Richtlinien und Schulungen. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil hier die Umsetzung teilweise, weil es gibt eine Sicherheitsrichtlinie und so weiter in der Organisation und Schulung und Sensibilisierung. Hier bei Thema Nextcloud, in dem Bereich würde ich zusätzlich das mit Nextcloud ergänzen. Dann interne Prozesse,
Vertraulichkeitsvalidierung und Lenkung der Dokumente. Ne, hier muss auch vor Weitergabe an Dritte und so weiter und so fort ist in Organisation natürlich immer, sollte verankert sein. Ich sage natürlich immer, weil ich gehe von meiner aus, aber ist nicht überall so umgesetzt. Also es ist wichtig, dass man hier das hat. Also bevor man irgendwelche Dokumente an Dritte geht, dass durch Dokumentenlenkung steht da drin, auch Validierung steht drin. Ist es streng vertraulich oder ist es nur für interne Weitergabe oder ist es für die Öffentlichkeit diese Informationen, ist das Dokument für die Öffentlichkeit validiert und so weiter. Und das muss man prüfen, bevor man Dateien teilt. Das muss hier auch geklärt sein. Dann haben wir noch Anforderungen an der Software und zwar an der Konfiguration. Und das sind für mich jetzt nur als Beispiel. Hier könnten jetzt meinerseits noch mindestens 15 Punkte drinstehen. Ich zeige euch nur das Prinzip, wie ich das mache und wie ich entscheide. Ich als Informationssicherheitsverantwortlicher im Unternehmen, wenn hier zum Beispiel steht, ich schicke diese Frage dem Anbieter und sage, ich möchte eine Trennung der Datenbank vom System auf exponierte Datenbank über lokale Netzwerke hinweg. Das heißt nicht in externe Netzwerke, sondern Tier-3-Netzwerk zum Beispiel. Datenbanken wissen wir, dass die in ein gesondertes Netzwerk platziert sind und so weiter. Das muss gegeben sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist es für mich ein Punkt, wo ich einfach bei der Entscheidung definitiv Nein sage, wenn das nicht erfüllt wird. Das heißt, da würde Nextcloud für mich schon mal aus dem Rahmen fallen, dann bleiben nur noch zwei Anbieter. Tut es der zweite auch nicht, fällt er auch raus, dann bleibt nur einer, tut es, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, du hast den Auftrag. Nächster, Trennung der Daten vom Wurzelverzeichnis der Webdienste, Datenspeicherung auf einen getrennten Datenspeicher, zum Beispiel zweite Festplatte an der VM. Für mich ein definitives Entscheidungskriterium, denn ich bin auch ein Ethical Hacker und als Ethical Hacker weiß ich, dass wenn ich eine Schwachstelle in der Webdienst ausnutze, dass ich eventuell auf dem Linux-System drauf komme. Als Benutzer www-data oder Ungruppe oder Apache. Und wenn da die Daten in dem gleichen Wurzelverzeichnis liegen, haben die auch Benutzername und Gruppe Apache und damit kann ich es lesen und kopieren und klauen. Deswegen müssen die woanders sein und müssen anders berechtigt werden. Das ist wichtig. Wenn hier ein Nein stehen würde, ist das für mich ein Ausschlusskriterium. Dann haben wir SELinux, Sicherheitsprofile und Rulesets in der Dokumentation beschrieben, also Dokumentation der Software. Ja, das haben sie gemacht, das ist für mich wichtig. Das ist kein Kriterium, wenn hier Nein stehen würde, das wäre kein Kriterium, kein Entscheidungskriterium. Es wäre aber ein Auswahlkriterium, wenn zwei von drei zum Beispiel sagen, nein, das haben sie nicht, weil SELinux ist jetzt nicht abhängig von Nextcloud, sondern von Betriebssystem-Derivante, die ich nehme unter Linux, also RHEL-Systeme. Bei Debian-basierte Systeme haben wir AppArmor oder AppArmor, ja, vergleichbar mit SELinux. Und wenn der mir aber die Rulesets bietet, der eine, dann sage ich, ja, dann habe ich weniger Aufwand, das ist gut, die machen sich intensiv Gedanken. Ja, und dann haben wir die Möglichkeit zur Anbindung an SIM-IDS. Das ist für mich, heutzutage ist es für mich ein Auswahlkriterium, ja. Also das muss auch gegeben sein. Aber das bieten mir alle. Wie funktioniert das mit was so? Ich tue mein OSS-Sec-Agent, ich konfiguriere, welche Logdateien ich vom System haben will. In dem Fall will ich Logdateien von dem Nginx-Server, sprich Errorlog und AccessLog. Dann möchte ich Logdateien vom System Outlog. Dann möchte ich eventuell Messages mit drin haben beim RHEL-System. Und die Software selber habe ich geschaut, die spuckt auch Protokolle raus. Ganz wichtig. Und das nehme ich dann auch noch mit dazu und dann schicke ich das an Wazoo und dort wird es quasi granular gefiltert und korreliert quasi gegen die Rulesets und damit sagt er mir, hier spielt was verrückt oder nicht. So,
Das war's. Also das ist jetzt zu Ende. Da haben wir den Anforderungskatalog auch durch. Und wenn man jetzt, also von so einem Projekt, woran erkennt man, dass man es richtig gemacht hat? Wenn die Installation nur ein Drittel von der ganzen Projektierung ausmacht, habt ihr es richtig gemacht. Ihr merkt, Informations- und IT-Sicherheit hängt nicht von den ganz großen Schutzsysteme als Software ab und von irgendwelchen SOC-Teams, sondern es hängt einfach von dem Bewusstsein im Unternehmen, im Umgang mit digitalen und analogen Daten. Also Informationssicherheit. Wenn das Bewusstsein dafür nicht gegeben ist und wenn die organisatorische und regulatorische Strukturen nicht vorhanden sind, dann könnt ihr 5 SOC-Teams dahinter setzen. Wenn es passiert, passiert es. Deswegen heißt es auch oft, hört man, ja, der Angreifer war mindestens ein halbes Jahr drin, der war mindestens ein Jahr drin oder sowas. Und ja, wenn er zuschlägt, dann springen auch diese Monitoring-Systeme an. Vorher bleibt es meistens unentdeckt. Um dieses Unentdecktbleiben entgegenzuwirken, muss man die Systeme härten. Und Härtung heißt nichts anderes als planen. Das heißt einfach schauen, welche Gefahren gibt es, welche Maßnahmen habe ich, diesen Gefahren entgegenzukommen und wie setze ich das technisch um. Und wenn ich das gescheit mache, dann minimiere ich die Angriffsoberfläche und dann langweilt sich mein SOC-Team, der externe Cyber Operational Center. Und wenn man das erreicht hat, dann hat man ein Informations- und Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen, ein gesunden im Unternehmen drin. Und dann kann man über Sprüche wie, wer kein Backup hat, mit dem habe ich kein Mitleid, auch lachen und ja, sich sein Teil denken. Ich habe da mein Teil für mich gedacht und aufgrund dieser Aussage, was ich gesehen habe, öffentlich von einem bestimmten Anbieter, habe ich entschieden, meine privaten Verträge mit diesem Anbieter zu kündigen und zu wechseln, weil das ist ohne Sinn und Verstand und das zeigt mir einfach nur, dass man sich groß macht, wichtig macht und unter jeden mit allen möglichen Tricks und Mitteln versucht, Leuten Geld aus der Tasche rauszukriegen. Wer mich persönlich kennt, weiß, wie empfindlich ich bin gegen Ungerechtigkeit. Mach, was du willst. Bau jeden Scheiß, das du nur kannst. Nur sei immer ehrlich und fair. Und Leute, die das nicht machen, gegen die bin ich extremst allergisch. Okay, alles klar. Aber das war jetzt eigentlich unnötig. Aber ich habe es auf dem Herzen gehabt. Und auch da, wer mich kennt, weiß, dass ich auch kein Blatt vor den Mund nehme. Weil ich bin jemanden, der nicht in gesellschaftliche Normen, ich bin nicht normal, ich gehöre nicht der allgemeinen Norm, ich mache, was ich will. Das seht ihr auch schon, wie ich meine Videos publiziere. Ich halte mich nicht an 15 Minuten und nur mittwochs und freitags um 14 Uhr, wie es empfohlen wird, sondern ich mache es einfach, wie ich dazu die Energie habe, wie ich den Sinn dafür habe, wie ich die Zeit dafür habe. Ich habe eine soziale Verantwortung, also ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Familie und auch gegenüber meinem Arbeitgeber, weil der ist derjenige, der dafür sorgt am Monatsende, dass mein Kühlschrank wieder voll ist. Okay, na dann, ciao.